Hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, wie immer am Montag. Ja, ich habe heute wieder vollen Zettel, ich muss tatsächlich mal ab und zu ablesen, war wieder so viel los gewesen, beziehungsweise wird noch los sein. Ich hoffe, ich vergesse nicht die Hälfte. Fangen wir gleich mal an. Ja, die Fanzeit ist vorbei, schon wieder eine Woche Schule. Man merkt es natürlich auch hier in Borgheide, weil die Langeweile ist weg. Was heißt Langeweile? Die Geruhsamkeit, die manchmal die Ferien so mit sich bringen, ist natürlich wie weggeblasen. Viele, viele Aktionen starten wieder, weil die Kinder sind da und die Fußballer sind wieder da und die Saison startet und. Jo, was war als erstes? Tippidorf. Indianer waren im Tippidorf. Ich habe es ja letztes Mal schon angekündigt gehabt und diesmal habe ich Matze vorbeigeschickt, weil ich nicht am Marterfall enden wollte, aber selbst Matze ist dort nicht geendet und was er dort erlebt hat, das seht ihr hier in diesem Film. Putze. Hallo Borgheide, hallo Welt. Wir sind heute hier im Tippidorf, denn heute wird hier was gemacht? Wir feiern unser Sommerfest als Indianerfest dieses Jahr und haben dazu ein buntes Programm uns überlegt. Ein komplett buntes Programm, wie hier hinten schon zu sehen ist. Der Totempfahl ist schon enthüllt, das blende ich hier auch gleich ein, ist gerade eben passiert. Und schon sind die Kinder dabei, dem Totempfahl ordentlich Farbe zu geben. Denn das ist, denke ich mal, auch so ein Ritual bei den Indianern. Ne? Einen richtigen Indianer haben wir heute auch hier? Ja, mit seinem Tippi, genau. Er bleibt auch über Nacht und all die uns über Nacht auch unserem Sternenhimmel begleiten wollen, dürfen hier mit uns übernachten. Das heißt, die mutigen Kinder bleiben heute Nacht hier draußen? Ja. Und können den Geräuschen des Waldes in der Nacht zuhören. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Geschichte zu erzählen heute Abend. Ja. Und hier haben wir unser Geschichtentippi aufgebaut. Da genau. Wird es nachher noch Indianergeschichten geben. Seht ihr hier, blende ich auch gerade ein. Und dann gibt es hier Spiel und Spaß bis spät in die Nacht. Was haben wir denn eigentlich noch alles hier so auf dem Gelände des Tippidorfs? Wir haben hier einiges untergebracht. Also hier direkt sind wir jetzt auf dem Waldstück, was unser, sag ich jetzt mal, Turbo- und Begegnungsplatz ist. Auf dem angrenzenden Grundstück ist auch eine alte Datsche. Da haben wir eine Ausbilderungsvoliere für Eichhörnchen gebaut, vor inzwischen 3 Jahren, die über den kompletten Sommer auch immer bewohnt ist. Habe ich heute Morgen übrigens ein Eichhörnchen gesehen, was euch hergebracht wurde. Ganz genau, das Jüngste wurde heute erst gebracht. Dann gibt es weiter hinten auch eine kleine Baumschule, da haben wir angefangen vor 2 Jahren den Baum des Jahres zu pflanzen. Das haben wir dieses Jahr wiederholt und auch ein bisschen erweitert und dieses Jahr sogar erstmalig eine Baumprinzessin ernannt, die uns hilft, hier in Borgheide und Borgwalde fleißig Laubbäume zu pflanzen, um halt auf den Mischwald hinzuarbeiten. Thema Klimawandel wird auch hier nicht vernachlässigt. Eine schöne Sache, muss ich sagen. Und ich bin zum ersten Mal heute hier, bin angenehm überrascht von dem, was hier so geboten wird und ringsherum auch an Aktionen geboten wird und gemacht wird. Ines, wie immer dabei, eigentlich überall dabei, viel zu selten bei uns im Video, irgendwo in Borgheide und Borgwalde auch immer zu sehen, auch hier heute im Tippidorf. Jo, danke euch. Bitte. Viel Spaß noch. Eins fällt mir gerade noch eins, haben wir jetzt total vergessen auszupacken. Die Bärenjagd haben wir total vergessen auszupacken. Die baue ich jetzt mal noch auf. Wir gehen noch auf Bärenjagd. Da kannst du noch ein Videoschnipsel machen. Tschüss. Kann ich jetzt wieder weg? Ja, wirklich eine schöne Sache dort. Da muss ich auch mal irgendwann hin, mir mal die Eichhörnchen angucken. Aber um den Marterfall mache ich dann trotzdem einen großen Bogen. Ich kenne mich zwar ein bisschen mit Stricken aus, aber das ist so nicht mein Thema. So, dann geht es weiter mit Kurzschluss im Waldbad. Die beliebte Band Kurzschluss hier aus Borgheide kann man gar nicht mehr wegdenken. Hier gibt es natürlich jeden Sommer immer ein traditionelles Konzert von den beiden, wo natürlich auch die Discjockeys Matze und Mr. B und Matze nicht fehlen dürfen. Und da ich dieses Mal leider nicht dabei sein konnte, ich habe schon gehört, es soll richtig cool gewesen sein, voll gewesen, richtig Mucke gewesen und ich denke mal auch so das eine oder andere Bierchen ist geflossen, aber es gab bei mir halt tatsächlich Terminüberschneidungen, ich bin ja noch in anderen Vereinen drin und habe dort Funktionen und dort gibt es manchmal auch Veranstaltungen, die ich besuchen muss, aber Matze war da und er hat für euch diese Zusammenfassung hier zusammengeschnitten, vielen Dank Matze dafür und hier ist das Video für euch. Kabelsalat, lecker.
nicht mit diesem Mädchen, nicht mit diesem Mädchen. Sei meine Tante, sei meine Tante. Die hat zu lange Haare, hat zu lange Haare. Der Rock ist auf zu kurz. Ja, coole Veranstaltung, wie immer. Die Jungs haben es einfach drauf. Ich bin ja manchmal ein bisschen neidisch, ein bisschen klampfig ja auch mal rum, aber so gut bin ich, glaube ich, in 20 Jahren nicht. Super Veranstaltung. Weiter geht's. Am 10.8. war nicht nur Kurzschluss gewesen, sondern auch die DLRG-Ortsgruppe war unterwegs und das Ganze in Potsdam. Dort war nämlich Inselschwimmen angesagt und die Ortsgruppe Borkheide hatte 3 Teilnehmer. Und zwar waren das einmal die Kerstin Borchert, Ronja Kaiser und Alexander Hilpert. Die Kerstin Borchert ging über 800 Meter ins Rennen und holte in ihrer Altersgruppe einen hervorragenden 3. Platz. Ronja Kaiser startete in der 400-Meter-Gruppe und wurde mit einem super 6. Platz belohnt. Wobei man erwähnen muss, dass die Mitstarterin wohl 2 bis 3 Jahre älter gewesen waren. Und Alexander Hilpert wurde 12. über 400 Meter. Das war natürlich von allen eine klasse Leistung. Über 1700 Meter hatte die DLRG niemanden am Start. Aber Martha Kaiser, 6 Jahre alt, war außer Konkurrenz gestartet und schwamm 100 Meter in einem fließenden Gewässer und wird nächstes Jahr dann auch bei über 400 Metern mit an den Start gehen. Ja, Betreuer waren Franziska Schulz und Enrico Kaiser und alles in allem war es wohl ein gelungener Tag in Potsdam. Dann gibt es noch einen Aufruf der Gemeinde Borkheide und zwar geht es um die Umgestaltung des Spielplatzes in der Breiten Heide, also am Eichelherweg. Dort sind Geräte dort, die abgebaut werden müssen, die schon weit über 20 Jahre alt sind, vom TÜV nicht mehr abgenommen werden. Und die Gemeinde möchte diesen Spielplatz mit neuen Spielgeräten ausstatten und braucht dazu natürlich die Jugend und die jungen Eltern hier in Borkheide, denn sie wollen das nicht über die Köpfe der Beteiligten, die dort spielen wollen, machen, sondern wünschen sich von den Bürgern und von der Jugend und von den Eltern Vorschläge, was für Spielgeräte ihr euch gerne wünscht, was die Gemeinde anschaffen sollte oder was auch immer dort getan werden soll. Die Vorschläge könnt ihr gern per Mail an die Gemeinde beziehungsweise als Notiz oder Info in den Briefkasten des Gemeindebüros werfen beziehungsweise könnt ihr natürlich auch zur Bürgermeistersprechstunde gehen, die immer samstags stattfindet. Ja. So, dann das nächste große Ding steht ins Haus und das ist die Gesundheitswoche. Die findet vom 31.8. bis 8.8.2019 statt. Da gibt's wieder ganz viel Trubel. Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe sowieso nicht alles zusammengekriegt, aber doch relativ viel. Dabei geht's nämlich von Sport und Familiensamstag mit Fußballspiel, Spendenlauf, Sportabzeichen über Chaosspiel, Generationskochen, Sturzprophylaxe, Yoga für die ganze Familie, Line Dance, Klangpunktur, Seniorenfrühstück, Cardio-Scan, Pilates, Erzieherentspannung über Bogenschießen, Drachenfest und Blackminton-Abend für Jugendliche und vieles, vieles mehr. Ich habe da ganz viel gelesen in der Broschüre, kann ich gar nicht alles vorlesen, dann ist ja meine Zeit so ausgedehnt und ihr könnt euch dann heute nicht mehr ins Bett legen, das wollen wir ja nicht. Deswegen, ihr bekommt das Programm noch zu sehen. Wir packen es nochmal bei Facebook rein und natürlich gibt es das auch in Papierform hier an der einen oder anderen Ausgabestelle in Borkheide zu finden. Dabei ist natürlich bei dieser Veranstaltung noch extra zu erwähnen, das steht, glaube ich, dort gar nicht mit drauf, und zwar das Nähen in der Gesundheitswoche. Das kommt von der Ines, die möchte näht dort Obst- und Gemüsebeutel, Einkaufstaschen, Herzen und Kleidung wird genäht. Gesucht werden noch Mitstreiter, die zuschneiden, nähen, Herzen stopfen, Blindnähte setzen, liebe Worte schreiben und gebraucht werden noch Jerseys mit Kindermotiven, Baumwolle, Füllmaterial, Schlaufenschal, also Gardinen, Stoffreste für Beutel und. Wie gesagt, die Ines Renner zeichnet dafür verantwortlich. Und hier habe ich noch unten ihre Telefonnummer eingeblendet. Da könnt ihr euch natürlich gerne hinwenden. Jo, das soll es erstmal dazu gewesen sein. Jetzt kommt nochmal Fußball. Auch dort waren wir leider diesmal nicht zugange, weder der Matze noch ich. Da musste der BSV ganz alleine ohne uns durch. Was man eventuell, könnte man ja böse unken, auch gesehen hat. Denn leider hat der BSV 90 sein erstes Pokalspiel
gegen den SG Grün-Weiß-Golm 2 mit 1:2 hier in Bockheide verloren. Kann ja mal passieren, man kann nicht jedes Spiel gewinnen und ich glaube, wir waren tatsächlich in der letzten Saison so extrem verwöhnt. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Der nächste anstehende Termin ist allerdings schon am Dienstag, also der kommende Dienstag am 13.8. ab 19 Uhr. Also nicht früher, da geht es gegen Juventus Crew Alpha 2, das ist ein Freundschaftsspiel und auch wieder hier auf heimischem Gelände. Wer da hingehen will und die Jungs anfeuern möchte, kann auch das tun. Da geht es noch um nichts, sondern nur um Freundschaft. Bevor es dann am Sonntag so richtig ernst wird, dann startet der BSV 90 endgültig in die Saison 19/20 und zwar gegen den SG Eintracht 90 Babelsberg und das in Potsdam. Wer dahin mitreisen möchte, kann sich damit auftun. So, jetzt bleibt mir nur noch eins und zwar, Matze, was ist mit deinem Wetter dieses Jahr, diese Woche natürlich? Was? Ja, hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Ja, zum Schluss das Wetter nach diesem wunderbaren Wochenendwetter, wo wir noch eine ganz tolle Kurzschlussparty im Waldbad hatten. Mit über 250 Gästen wird es die Woche etwas durchwachsener. Die Temperaturen rutschen so tageweise immer ein Grad runter und pegeln sich so um die 21, 22 Grad. Können nochmal 24, 25 werden in dieser Woche eigentlich so ein. Es kann auch der eine oder andere Regenschauer mal dabei sein. Wie gesagt, etwas durchwachsen die ganze Sache. So langsam geht dem Sommer wahrscheinlich doch die Luft aus, aber auch der Regen ist wichtig. Und vielleicht kriegen wir davon auch noch ein bisschen ab. Ja, ansonsten würde ich sagen, kommt gut durch die Woche und bis zur nächsten Woche. Ciao. Ja, vielen Dank, lieber Matze. Auch schön, dass du das mal diesmal ein bisschen früher fertig gekriegt hast, so dass ich nicht ganz so unter Druck stehe, da noch der ein oder andere Termin bei mir so ansteht. Das war es dann auch schon wieder hier mit Bockheide News TV, wie immer hier am Montag. Und wir sehen uns tatsächlich wieder am Montag nächste Woche. Bis dahin, alles Gute euch. Und behaltet die Sonne im Herzen. Tschüss, euer Lutze.